einfach Field jetzt noch. Dann geht's auf zum Kampf. Ich habe extra noch mal vorher eine halbe Stunde oder so noch mal Punkte gefahren, weil ich nicht genug hatte. Jetzt sollte ich genug haben. Oh Gott, Hauswirtschaft. Oh Gott. Das ist ein Thema an sich, das will ich gleich erst auspacken. Wer war hier, Lehrer oder Lehrerin? Bitte noch mal jemand, den wir schon besiegt hatten in irgendeinem Kampf? Doch, ich glaube, Saguaro haben wir schon mal irgendwann bekämpft, oder Max? Kannst du bestätigen? Packt eure Handys weg! Sonderrecht! Maike, wonach sollte man in solch einer Situation Ausschau halten? Nach einem Item auf dem Boden. Ja, Lehrer sind nämlich blöd, die können nix! Nur die Items auf dem Boden! Die spawnen nämlich random und das könnte eine Siedeltaste, Siedelbeere sein. Drückst du die R-Taste, da kannst du benutzen. So, seid ihr zu kommen, Probe zu. Euch zu proben, ja. Welchen Effekt hat dein Picknick nicht? Stein und Initiative? Was wirkt sich auf die durch Essen entfaltenden Esskräfte aus? Farbe des Geschirrs und Besteck, was nicht? Zutaten. Welche Beere füllt beim Verzehr die KP? Also von den dreien Siedelbeere. Helge möchte, dass sein Pokémon im. Was? Helge ist ein weiblicher Name, dachte ich. Dass sein Pokémon im Kampf eine Siedelbeere eigenständig einsetzt und gibt ihn deshalb zum Tragen. Geht er richtig vor? Klar. Wenn alle Attacken eines Pokémon keine AP mehr haben, kann es vor Frustration nicht handeln. Ist das korrekt? Nein, es kann vor Frustration dann angreifen. Also handeln. So, und wir haben mich geschlagen. Komm, Gengar, sag es mir, Gengar. Alles right. Yippie, ich bin einfach so smart, weil so viel Shiny Hunting, dann kenne ich mich doch noch aus mit Picknick. Und ich dachte, Picknick wird jetzt richtig kompliziert, weil ich mich damit nicht auskenne, aber so, ich weiß es schon. Danke, Shiny Hunts. Was soll dein Trainer tun, wenn sein Pokémon derart schmuddelig aussieht? Sein Kopf streicheln, Däumchen drehen und es waschen natürlich. Ja, richtig! Steckt in die Waschmaschine! Bam! Aber nicht, dass das Pokémon stecken bleibt. Stell dir vor, danach kommt dann nochmal so eine Abschlussprüfung mit allem zusammen. Das ist schon böse, aber es hätte irgendwie was. Aber dann lass es das jetzt. Ah, jetzt gleich. Okay, Kleidung. Freiheit, ja, mehr oder weniger. Dass man halt ja alles kaufen kann. Aber ansonsten nicht viel Freiheit. Die Entwickler haben nicht so viel eingebaut in das Spiel, leider. So, Zeit ist gekommen. Fangt an. Zu der Rückseite. Ah, gut zu wissen. Welche Esskraft erhöht die Chance darauf, schöne Pokémon zu begegnen? Ja, steht um Namen. Schillerkraft. Welchen der folgenden Effekte bringt die Eikraft nicht mit sich? Sven, häufiger Eier? Ja. Schlüpfende Pokémon sind stärker? Kaum. Wie kann man leicht die Wirkung einer Esskraft steigern, indem man öfter Essen zubereitet? Ja. Was sollte ein Trainer nutzen, wenn seine herzallerliebsten Pokémon schmutzig sind? Pucke Green, Pucke Seen, Pucke Clean! Sehen die Regeln der Akademie es fort, dass stets die zur Jahreszeit passende Uniform getragen werden muss? Nein. Kann tragen, was man will, hat er doch gesagt. Das hat doch hier feiert. Hat er doch erzählt. Was? Pokémon Rotom-Hüllen? Ah, die Frage kam aber nicht vor, Kumpel. Was soll das? Okay, komm. Sag mal, dass ich gut war. Komm schon, Spiel. Sag, dass ich gut abgeschnitten habe. Bitte? Bitte? Ja! Es reicht! Yippie! Hiermit hast du sämtliche Kurse sowie Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Dafür soll ich dir von Direktor Kleve das hier bereichen. Bitte sehr. L-Bonbons. Ja, ist okay. Für Anfang des Spiels ist es gut gewesen. Jetzt kannst du dich voll und ganz auf deine freie Projektarbeit konzentrieren. Die Schatzsuche. Die habe ich schon durch. Die habe ich schon komplett durch. Oh Mann. Was, man kann Kurse wiederholen? Nein. Nein. Oh, warte mal. Lass mal kurz sehen, welchen wir schon durchgemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welchen haben wir denn durchgemacht? Biologie? Kann sein. Eins von denen hat man auf jeden Fall durchgemacht. Okay. Er ist in der Mensa. Zum ersten und noch nicht zum zweiten und zum dritten. Das kommt dann danach. Die Goldesel. Hi, du bist mit dem Koch? Das Hunger. Hunger, Hunger. Wen haben wir denn da? Mike aus der 1A. Schön, dich mal wieder zu treffen. Steht ihr, weil ich eine 1A-Schüre bin? Für dich war auch der Hunger, ja? Bin nur so hier. Genau. Ich mag seine Schürze. Da ist ein Pummeluft drauf. Sicher ist jetzt. Ist das Pummeluft?
einen Hinweis geben auf die andere Form wegen der Kralle unten? Komm. Wer weiß, vielleicht hat dich ja das unwiderstehliche Aroma ergelockt. Ich für meinen Teil bin in erster Linie hier, um die Mensa zu inspizieren. Mit anderen Worten, ich überprüfe, wie es um den Nährwert des Essens bestellt ist, das unsere Schüler täglich hier zu sich nehmen. Auf der Speisekarte steht ein süßer Leckerbissen, dem mein ganz besonderes Interesse gilt, das Erdnussbutter-Sandwich. Peanut Butter Jelly Time. Da werde ich doch gleich mal eins bestellen. Oh. Ach guck mal, das sieht aus Sakura. In Sachen Stil reicht ihm echt kein so schnelles Wasser. Die Lehrer kommen also auch in die Mensa, ob er wohl ein Eier-Sandwich bestellt? Quatsch, er bestellt sich garantiert ein Inferno, das schärfste Sandwich auf der Karte. Ach stimmt, das wäre super cool. Ich hätte gerne ein Inferno-Sandwich. Es geht doch nichts über ein leichtes Ziepen auf der Zunge. Hä? Und das Erdnussbutter-Sandwich? Richtig, hattest du ja das Erdnussbutter-Sandwich vorgeschlagen. Verzeihung, mein Fehler. Dann nehme ich doch lieber das. Wow. Er muss cool wirken. Uff, beinahe hätte ich wirklich etwas Scharfes bestellt. Dabei mag ich doch das überhaupt nicht. Ich danke dir für dein Eingreifen, Maike. Offenbar halten mich hier alle für verwegen, tough, unverwüssig und obendrein noch stilsicher. Ich möchte niemanden diese Illusion nehmen, also versuche ich stets diesem Bild gerecht zu werden. Jetzt habe ich dir die ungeschminkte Wahrheit erzählt, ohne es eigentlich zu wollen. Bitte mal das für dich, ja? Okidoki. Ja, jetzt so aus dir auf den Knopf drücken mit dem Lautsprecher. Ding! Oh, sorry. Aus dem Gegend gekommen, passiert mal, ne? Nimmst du nicht böse, oder? So, ab ins Lehrerzimmer, denn die Schüler dürfen da scheinbar einfach so rein. Warum auch immer? Hi! Ah, Maike! Es gibt eine Angelegenheit, in der ich deine Hilfe benötige. Na, worum geht's denn? Mhm. Ich möchte das eigentlich lieber nicht allzu laut sagen, aber bei dir soll es irgendwo ein unfassbar süßes Gewürz geben. Ich würde zu gerne selbst in den Genuss dieser köstlichen Süße kommen. Außer dir weiß ja niemand, was für eine riesige Naschkatze ich bin. Du bist also meine einzige Hoffnung. What? Muss ich mir jetzt wirklich sowas geben? Wenn meine Schüler rausfinden, dass ich mich selbst auf die Suche nach dem Gewürz begeben habe, würde das ihre Illusion zerstören. Ich will mich natürlich auch erkenntlich zeigen. Überleg sie gut und sag mir dann Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich auch Informationen zu diesem unfassbar süßen Gewürz suchen. Sobald ich etwas dazu herausgefunden habe, werde ich meine Erkenntnisse mit dir teilen. Okay, es kann sein, dass wir jetzt beim dritten Mal ihm so ein Geheimgewürz geben müssen. Das wäre schon krass, oder? Die sind ja relativ selten. Kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn doch, dann egal, dann mache ich halt. Dann habe ich zumindest jetzt hinter mir. Hi, zum dritten. Einen guten. Ach, hallo, ja, Michael, ja, es gibt übrigens Neuigkeiten zu. Na, du weißt schon. Ich habe nämlich herausgefunden, worum es sich bei jedem unfassbar süßen Gewürz handelt. Es trägt den Namen Süßes Geheimgewürz. Ja, krass, oder? Solltest du auf deiner Schatzsuche zu viel darüber stolpern, würde ich euch das Geld etwas davon abbekommen. Ach, hast du ja sogar. Wirklich? Ich muss ihm wirklich alles abgeben? Okay, ich hoffe, ich habe genug davon. Du begibst einen Stängel, so ist es geil gewesen. Okay, ich hoffe, ich habe wirklich genug davon. Das ist echt viel verlangt, muss man sagen. So sieht's also aus, das süße Geheimgewürz. Dann will ich doch unversiegt dir was davon zubereiten. Jawohl. Junge, mit zwei davon kann ich mir ein Shiny-Ding machen. Also bitte. Es ist so unfassbar cute. Ich bin verzückt. Diese himmlische Gaumenfreude schmeckt noch 100-mal süßer als der süßeste Honig der Welt. Hallöchen, Senor Saguaro, was essen Sie denn da? Scheibenkleister! Das ist aber eklig. Das riecht ja mega cute. Der Spickgeschmack muss ehrlich sein, so wie Sie eben gestrahlt haben. Nein, das ist nicht so, wie scheint. Ich kann es erklären. Man sieht Ihnen gar nicht an, dass Sie so sehr auf Süßes abfahren. Das finde ich total cool. Cool? Ich habe mein Leben lang versucht, dem Bild zu entsprechen, das andere von mir hatten. Wer hätte gedacht, dass das offenbar gar nicht nötig gewesen wäre? Gut, Maike. Hier, wie versprochen, eine Belohnung für deine Hilfe. Eine Fleckmann-Tasse? Was? Das ist ein absolutes Muss für Pokémon-Fans. Vor allem Eltern haben Grund zur Freude, denn Kinder trinken ohne zu murren daraus. Das ist nur Deko, glaube ich, in dem Bildschirm. Na gut. Dank dir durfte ich diese exquisite Süße überhaupt erst erleben. Du hast mir somit dabei geholfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Zumindest ein wenig. Ich habe keine Ahnung, wie die Tasse aussieht, aber von Beschreibung her würde ich sie auch im Real Life haben wollen.
Lass mich dir dafür danken, mit vollem Bauch und Herz. Bitteschön. Achso, ich sag nur danke. Er gibt mir nichts. Wow. Also er ist auf jeden Fall das teuerste. Aber das Beste kommt zum Schluss, I guess. Ich mag den, er ist cool. Freunde, damit sind wir endlich fertig mit... Ja, du kannst jetzt mehr Leute in den AG-Räumen finden. Das haben wir auch gerade. Wir sind fertig mit der Akademie. Wirklich jetzt. Ich mag ihn auch. Wie gesagt, ich finde ihn cool. Ich finde ihn sympathisch. Ja, die 5 können wir jetzt bekämpfen. Und hier sieht man auch direkt den Vergleich. Ich meine, komm schon. Ist einfach die gleiche Gesichtstextur, oder? Also außer halt das gelbe Make-up. Okay, Quendella einladen. Ah ne, traden müssen wir nicht mit denen. Zum Glück. Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler der Blaubeerakademie. Ich bin Signora Quendella und hoffe, dass ihr alle Spaß an meinem Unterricht haben werdet. Ich hoffe, dass du nicht so schwer bist zu bekämpfen. Ja. Ganz recht. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, die steht einfach da rum. Vor der Tafel. Na, natürlich, ist ein Lehrer. Oh, Michael, dein Ruf eilt dir voraus. Du sollst hier an der Akademie als Champion eine ziemlich gute Figur abgeben. Das ist wirklich beeindruckend. Als deine Lehrerin macht mich das ganz besonders stolz. Und denk daran, dass du mich jederzeit rufen kannst, wenn du mich brauchst. Signora Quendella! Hm? Dann nimmt mich aber jemand aber sehr wörtlich. Was für ein interessantes Kind du doch bist. Du hast mit den Clubaktivitäten und deinen Abenteuern sicher beide Hände voll zu tun. Aber vergiss darüber das Lernen nicht. Ach, kein Problem. Oh Gott, Ogapon und Takuro werden jetzt, glaube ich, Level 100, oder? Wir werden sehen. Möchtest du Kampf gegen mich austragen? Yes! Bist du genauso gut wie deine Schwester? Aber sicher doch, immer gern, sei aber behutsam, okay? Okay. Also sie war ja selber auch mal Arenaleiterin, haben wir erfahren. Gesteins-Arenaleiterin. Aber leider spielt bei ihr kein Arena-Tafim, weil es ja nicht mehr ist. Sie hat ja keinen Bock mehr drauf. Oh, Axantor, oh! Oh, ich sehe schon, wie das hier losgeht. Ich sehe schon, wie das hier... Alter, Level 80. Okay, was laber ich? Ich bin viel weiter als das. Komm, machen wir Ogapon auf Level 100 und dann kann Max heulen, weil wir ihn dann nicht mehr benutzen. Sie nicht mehr benutzen. Ogapon ist ja ein Girl, hundertprozentig. Mehr Ogapon gibt's da nur in DBD? Oh Mann. Wait. Was denn? Wait a man! A man? A moment? Sie hat Cleaver? Ja, hast du gerade gesehen. Und ich klatsche jetzt alle weg. Klatsch, 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 klatsch. In die Hände. Oha! Das ist aber dieses, Mitternacht. Nicht Mitternacht, oder? Das ist das Mitternacht-Wolverine? Auf jeden Fall dieses Besondere, das so ein Zwischending ist. Das gab es, glaube ich, einmal ganz kurz irgendwann als Event. Ich hab das übrigens nicht. Das ist voll krass, hätte ich nicht erwartet jetzt. Best! Cool, I like her. Oh mein Gott, jetzt mag ich sie auch. Humanolief ist so ein cooles Pokémon. Also wenn man das Ding nicht mag, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Guckt das euch an! Das ist super! Das ist nicht nur ein Haufen Steine, das ist ein sehr schön zusammengestellter Haufen Steine. Was? Digga, warum hat sie so coole Pokémon? Ja echt, warum ist sie keine Rennleiter mehr? Okay, Monte Carlo kann man halten, was man will. Ich fand Sinnen 8 halt ein bisschen overused. Aber sie ist ja wirklich einfach ein Fußabtreter. Ist einfach nur XP-Farm. Und die brauche ich nicht. Ich will genau das Gegenteil. Ich will keine XP mehr haben. Oh, Kamal. Oh. Das ist interessant. Das Dynamax jetzt. Weißt du, Spiel. Das Crystallize jetzt, oder? Ah, nee, mach sie nicht. Hm? No? Ach, das ist noch die letzte. Okay, ich dachte, das wäre schon die letzte Pokémon. Ich kann nicht zählen. Steht das sogar eigentlich oben, ne? Ja, eben. Humanolief ist halt im Einzelkampf ein Pokémon ohne Fähigkeit. Alles doch gut. Kann man usen. Saltigant. Ist so salzig. Bis die Null erreicht ist, habe ich nicht verloren. Legen wir dir ein paar Steine mehr in den Weg. Boah, die will mir Steine in den Weg stellen. Das geht gar nicht. Nein! Tippgestein multipliziert mit Terra-Tippgestein. Na, wie viel stärker werden die Attacken?
Ich weiß es nicht. Was? Los, League of Legends? Achso, weil. Sollte ich dann. Versteht ihr? Oh Mann. Oh Mann. Oder FNF? Nein. Nein, Max, nein. Hast du das dann nicht gekillt? Ach, geht's, ihr bist halt die ganze Zeit Steinkante ein, aber im spitzen Winkel. Nein, nicht der rechte Winkel. Nein. Das wär's jetzt gewesen, hätte es Ogrepon gekillt, ne? Das wär's jetzt gewesen. So, aber der Kampf ist jetzt gewesen. Ich bin froh, wenn das so schnell durchgeht, weil Akademie hat schon extrem lang gedauert. Ich saß wirklich eineinhalb Stunden an der Akademie. Bin gespannt, wie das später am Schnitt sein wird. Oh Mann. Seidegrenz hat ein krasser Tank. Ernsthaft? Das hat wirklich einfach so ganz normal überlebt? Krank. Deine Stärke scheint unendlich zu sein, wie die Kreiszahl Pi. Steht der Pi? Weil das ist ein Pokémon? Egal. Egal. Der Kompass zeigt zum Sieg. Ist einer der besten Tanks, ja. Oh. Macht Sinn, irgendwie. Da fehlen mir gerade die Worte, du bist wirklich unglaublich stark. Mit dieser Leistung hättest du mich selbst in meiner Glanzzeit alt aussehen lassen. Lass mich also keine Anerkennung das hier schenken. Das hat sich gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Es würde mich sehr freuen, wenn sie dir auf deinem weiteren Abenteuer zum Nutzen ist. Aber sowas von. Dankeschön, liebe Lehrerin. Frau Lehrerin, Dankeschön. So. Der nächste ist der... Salvatore! Ich wollte gerade Ausländer sagen, das wäre falsch gewesen. Ich meinte der Multikultivierte! Ja, genau! Der Multikultivierte! Hallo Schüler der Blauen Akademie, was für eine nette Begrüßung! My name is Salvatore, ich öffne euch die Tore zur Sprache. Ich bin nämlich der Duolingo-Besitzer. Oh mein Gott, Präsident Duolingo! Oder Bubble, oder was auch immer es alles gibt. Oh mein Gott, der Herr, hallo! Hallo, 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 hallo! Wo ist er? Da. Warum reden die beiden nicht miteinander? Mögen die sich nicht? Weird. Ich finde es übrigens lustig, wie hier in der AG die ganze Zeit diese zwei random Trainer rumstehen. Also okay, die ist halt da, weil sie sich darum kümmern muss, klar. Aber sie chillt hier einfach nur. Ich liebe es irgendwie. Ist irgendwie lustig. Keine Ahnung. Auch krass, weil es ein Gestein-Pokémon ist. Ja, Gestein ist eigentlich nicht der beste Pokémon-Typ, würde ich behaupten. Oh, hallo Maike. Long time no see. Lange ist es her. Es scheint, dass du auch hier in der anderen Region super klarkommst. So gefällt mir das. Exzellente. Die Sprache hier ist die gleiche wie in Paldea, aber die Kultur ist etwas anders, ne? Hat sich mein Unterricht dann schon als nützlich erwiesen? Natürlich doch. Sieh doch immer. Das macht mich very, very happy zu hören. Trotzdem bin ich hochmotiviert, die Schülerschaft der Blaubeer-Akademie zu unterrichten. Ich werde mich richtig reinhängen. Gib auch du dein Bestes, Maike. Okay. Liebe Maike, hast du das auf ein Battle? Klar doch. Welchen Typ machst du denn? Bitte nicht Gestein. Sehr gut, let's go! Gestein ist überhaupt nicht gut für Tanks, rein offensiv eigentlich. Ähnlich wie Eis, nur nicht so schlimm. Eben! Deshalb ist das schon cool. Er hat eine Sonnenbrille, wusste ich gar nicht. Ich mag den Lehrer hier, ich finde ihn cool. Nicht so cool wie den anderen, aber trotzdem cool. Mobitest, warte, hat er Psycho-Pokémon? Interesting! Die Bürde trägst du jetzt. Was? Also würde so viel Schaden machen, dass ich das Schlachtblatt hatte. Ja, okay, ich bin Level 98, ne? Was wundere ich mich hier? 99, Alter. Boah, Kolossand ist ein richtig cooles Pokémon. Und ja, er hat, nicht Psycho-Pokémon, Geist-Pokémon. Kolossand ist definitiv Geist. Und ich glaube, Mobitas ist Psycho-Geist. Ja, okay, macht Sinn. Obwohl, macht Geist-Pokémon bei ihm Sinn? Vom Outfit vielleicht, das sind so dunkel gekleidet, aber... Er ist so gekleidet, er geht jetzt zu einer Beerdigung. Hä? Was? Sandama? Hä? Eis? Was? Okay, vielleicht hat er verloren. Oh, wait. Einfach ganz viele verschiedene Pokémon, weil er ist ja multikultiviert. Er hat ganz viel Verschiedenes. Er hat Pokémon aus verschiedenen Regionen. Das finde ich cool. Dass er nicht eingeschränkt ist auf einen Pokémon-Typen, sondern dass er ein Theme hat. Das wünsche ich mir öfter in Pokémon. Das ist nicht... Guck mal, das wäre doch cool für den nächsten Pokémon-Spiele als Arena. Das ist nicht immer Typ Kampf, Typ Pflanze, Typ Gestein ist. Sondern, ne?
Typen von Pokémon aus dieser Region zum Beispiel, wie hier, oder Katzen-Pokémon, so wie die Katze. Ne, oder Pokémon, die du nicht so fangen kannst normalerweise. Oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Das wäre doch mal interessanter. Außerdem muss man dann überlegen, was ein Pokémon ist und nicht, ja, okay, in diesem Spiel gibt es 3 neue Geist-Pokémon. Hier ist ein Geist-Arena-Leiter, du weißt dann sofort, welche Pokémon der hat. Weißt du, was ich meine? Naja. Nur so ein kleiner Talk, den ich mir an ihr halten wollte. Danke fürs Zuhören. Meine Damen und Damen und Damen und Damen und Damen und Herren. Bitte sag mir jetzt nicht, dass... oh mein Gott, Ogapop ist im Moment Level 100. Oh no. Armes kleines Ding. Oh no, das stecke ich aber in der Bredouille. Ich habe nur noch ein Pokémon. My last one. Aus welchem Land kommt der eigentlich? Ich würde vermuten... Ist England oder so? Keine Ahnung. Würde ich mal vermuten. Ich denke, das ist der passende Augenblick. Terrakristallisierung. Vamos. Oder bestimmte Gimmicks aller Wetter, Terran, Schreck, Boom und so weiter. Das wäre auch cool, das wäre auch cool, das Ding. Also Gala. Hm? Wie Gala? Oh, er nimmt. Hä? Er nimmt den gleichen Typen. Okay. Hab ich nicht erwartet jetzt. Und er benutzt kein einziges Gala-Pokémon. Was? Also Gala und er benutzt kein einziges Gala-Pokémon? Ist das Gala? Achso, weil ich England gesagt habe. Oh. Ja, okay. Ja, ich versteh's. Ja. Alles klar. Go, Raichu! Greif mit Donner an! No, mit Donner, mit Thunder! Lightning in der Thunder. Oh, ich lebe das noch! Let's frickin' go! Yeah! Weiß nicht, ob ich so auf Wintertour, aber yeah, let's go! Sorry. Keine Ahnung, was das war. Nein! Ey, sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Aber das ist gerade unsatisfying. Oh, nice victory! Ich neige mein Haupt vor dir. Was? Dein Haupt? Ich wünschte, die würden die Top 4 nicht Monotyp machen. Ja. Zwei Typen wäre auch mal was Neues. Das wäre zumindest interessanter. Mach die zumindest doppeltypig, das wäre so cool. Genau, das meine ich. Deine Pokémon haben sich voll reingehängt. Bella Lotta, was für ein Kampf. Ich bin sprachlos und beeindruckt. Ich hätte eine Kleinigkeit für dich. Ja, okay, Apple Blue sucht mich nicht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Adios und au revoir. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Max, es tut mir leid, aber... Ogapon ist literally... so kurz vom Level Up. Das reicht sogar schon, oder? Nee, nicht ganz. Das aber. Nicht ganz, aber das. Nicht ganz, aber das jetzt. Alter, ich. Komm. Ja, guck. Level 100. So, wechsle ich hier mal ganz kurz aus. I'm sorry. Aber wir sind auch schon Level 100 hier, ne? Krass. Das ist schon echt krass. Okay. Wie tun wir rein? Ach, der Titan ist das einzige Pokémon hier noch. Ups, das war ich jetzt gar nicht. Ja, okay. Dann haben wir jetzt basically unser Main-Game-Bild drinne. Die alle hier aus unserem Main-Game. Nur Zakokro werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst raustun, weil er schon fast Level 100 ist. Okay. So. Als nächstes laden wir Amura ein, aber ihren Kampf, wie gesagt, skippe ich, weil wir den, wie wir schon mal gesehen haben, gegen sie. Ich bin mal so frei. Man nennt mich die heißblütige Amura und ich bin hier, um euren Kampfgeist zu entfachen. Aber wie gesagt, falls ihr den Kampf trotzdem sehen wollt, schaut einfach in der Beschreibung. Da ist der Twitch-Stream. Das ist gerade live, oh mein Gott. Redet sie? Oh, die beiden, die kennen sich, die mögen sich, cool. Bonjour, Simura Amura. Sie scheinen wie immer bestens gelaunt zu sein. Tach, Senior Salvatore. Ich habe eine Frage an Sie. Was hat es mit dem Tag auf sich, das Sie immer sagen? Hä, was ist damit auf sich hat? Weiß ich. Wie soll das erklären? Das ist einfach eine Begrüßung, die Sie immer benutzen. Anywhere, anytime. Ja, das ist eine Begrüßung. Eine Begrüßung mit Schmackes, die mir Energie verleiht. Kapisco, verstehe. Das ist doch Kapisch, glaube ich, das heißt, oder? Sie verleiht Energie, dann sollte ich ab heute vielleicht auch Tag sagen. Tun Sie das, Tag von morgens bis abends.
Doch! Okay. Pretty cool. Yay, yay, yay. Hi. Na? Tach, Neuzugang. Hab mich schon gefragt, wer mich bestellt hat. Du warst also eine neue Herausforderung an einem unbekannten Ort. Ich bin hochmotiviert. Ach, aber du hast mich doch bestimmt aus einem bestimmten Grund hergestellt, ne? Komm mit der Sprache. Womit kann ich dir helfen? Ihre Präsenz allein ist alles, was mir genügt. Na, hör mal! Ich bin für gnadenlose Kämpfer gekommen und nicht, um mir Honig ums Maul schmieren zu lassen. Ja, was kannst du alles weitere mir überlassen? Fühl dich einfach, als würdest du auf den starken Schultern eines Hariyama getragen werden. Dach, Neuzugang! Hör ich richtig? Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Ja, yeah, Mensch gegen Hariyama, let's go! Ich habe keinen Grund, dir diesen Wunsch auszuschlagen, also auf zum Kampfplatz! Ja, ja. Grr, wie ärgerlich! Schon wieder verloren! Aber immerhin habe ich jede Menge gelernt, an dem ich wachsen kann. Und dafür muss ich mich bei dir bedanken, Neuzugang. Hier, das ist für dich. Na, Protein war irgendwie klar, das ist wirklich, oder? La, Protein joggt es sich hervorragend bis zum Sonnenuntergang. Ja, mach du mal. Ja, Takuros Level 100. Komm, machen wir die Challenge. Das ganze Game nur mit 5 Pokémon durchspielen. Also den Rest des DLCs hier meine ich. Können wir das schaffen? So, aus der Ecke. Ja, wir schaffen das. Nice. Sehr gut. Das war der falsche Tab. Hier, Mentor einladen. Sinios. Was Sinios sagen aus meinem Grund. Sinios ist der nächste. Und der war Top 4 Mitglied. Der hat schon was drauf. Hallo allerseits, ich bin Sinios, Kunstlehrer der Orange Akademie und Top 4 Mitglied der Pokémon Liga. Ich bin sehr erfreut, mit euch allen von der Blaue Akademie Bekanntschaft zu machen. Das glaube ich dir, Kumpel. Das glaube ich dir. Kennst du die eigentlich? Kennt ihr euch? Lass mal sehen. Nope. Aber die beiden kennen sich, oder was? Ja, okay, macht Sinn, ja, beide dran, Pokémon. Na, wenn das nicht Levi ist. Welch eine Freude, dich hier zu treffen. Hä? Ah, Sinios, dein Großvater, Lysander. Lore, hat mir erzählt, dass du schon mehrfach sitzen geblieben bist. Was erzählt er halt einfach rum? Dann wiederhole ich halt hier und da mal ein Ja, na und? Manchmal schlägt man im Leben eben ein paar gemütliche Umwege ein. Daran ist auch nichts Verwerfliches. Doch durch fleißiges Lernen verringert sich die Gefahr, dabei in einer Sackgasse zu landen. Verstehst du? Ich sage nicht, dass du die Erwartungen anderer erfüllen sollst. Ich bitte nicht nur darum, dein Leben an der Akademie so zu gestalten, dass du hinterher nichts bereust. Okay, okay, ich hab's ja kapiert. Gegen sie komme ich einfach nicht an. Und gegen mich? Was für eine Überraschung, du hast mich also hergerufen, Maike. Da lässt man dich eine Weile aus den Augen und schon hast du solch einen wichtigen Posten inne. Ich bin so stolz. Aber Senior Sinios, nicht weinen. Ich bin in Tränen da, aber ich wollte mich zusammenreißen. Nicht, dass ich den lieben Schülern hier noch Angst einjage. Apropos, möchtest du dich für einen Kampf begeistern? Mich einfach Kampf begeistern lassen. Oh, ich befreue mich. Du bist so stark geworden. Mann, der Kampf ist aber wirklich schwer. Wie ich sehe, hattest du dein Talent bei unserem Aufeinandertreffen in der Liga bei weitem noch nicht voll ausgereizt. Jetzt versuche ich mitzuleben, wie du so ganz sicher und mit deinem Weg folgst. Ich bin so gerührt. Ich habe die Rührungspose erhalten. Bitte folge diesem Weg auch weiter. Entfalte dein Potenzial, aber bleib dabei bescheiden. Okay, warte, ich will die Pose kurz machen. Das war der falsche Knopf, das war die Dinger, okay. Das war das falsche. Hä? Wie mach ich denn die Posen? Ach, oben. Ach so, oben. Ich dachte, ach so. Nee, hä? Ich hatte oben wäre Kamera. Hm, komisch. Hier. Facepalm. Nein. Ihr habt immer noch kein Like da gelassen. Ah. Nein. Ich will so. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Okay, lassen wir's. Achso, ja, ich wollte übrigens, weil das mir zu schwer ist mit nur 5 Pokémon, habe ich mir überlegt, Terrapagos reinzutun. Lebt damit. Danke. So. Einen Kampf haben wir noch vor uns. Und zwar Saguaro. Dann haben wir sie alle bekämpft. Finally. Entschuldigung, Drip, muss man sagen. Ich bin von der Orange Akademie hergereist. Ja, mein Name ist Saguaro. Es freut mich, hier sein zu dürfen.
Ich weiß nicht wieso, aber sein Name erinnert mich ein bisschen an Sanctuarius. Das klingt so ähnlich. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, es ist ein bisschen random, aber egal. Sind die jetzt beide nebeneinander? Nee. Hä? Die beiden kennen sich wirklich nicht? Das wundert mich ein bisschen. Aber na gut. Aha, wusste ich doch, dass du es bist, Michael. Ich hatte schon von einer Austauschschülerin gehört, die fantastische Noten erzielt und nun für die Rekrutierung neuer Talente verantwortlich ist. Ich hatte mich gefragt, wer diese Person ist und ob sie wirklich so viel Lob verdient. Aber da du es bist, bin ich überzeugt. Danke sehr. Das bedeutet mir viel. Leute, ich merke das erst jetzt. Die Tafel da hinten ist so dreckig. So viel wegradiert worden. Das ist ein cooles Detail. Ha, ist diese Aufrichtigkeit etwa dein Erfolgsgeheimnis? Jedenfalls freut es mich außerordentlich, dass meine Schülerin so erfolgreich ist. Dann würde ich deinem Beispiel folgen und auch selbst an dieser Akademie mein Bestes geben. Oh, ein Champ fordert mich zu einem Kampf heraus, ist das richtig so? Ja? Na gut, ich würde mich gerne mit dir messen. Lass mich mein Können unter Beweis stellen. Oh yeah. Zeig es. Zeig dein Können. Jetzt. Von der ganzen Welt. Vom ganzen Publikum. Er verbeugt sich schon. Er ist ready. Mit diesem winzig kleinen Ball. Oh, süß. Dass er ein Pachirisu hat. Finde ich irgendwie lustig. Irgendwie passt das schon, oder? Irgendwie schon. I like it. Na, natürlich super zahm. The Super Tooth is back. Bam. Hat er nur so kleine niedliche Pokémon? Ich würde es abfeiern, wenn ja. Oh. Pokusan. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Das ist cool. Das ist ein nettes Detail irgendwie. I like it. Coole Augen auch noch. Ja, nice. Von außen wirkt er so, ja, ich bin der Krasseste, ich bin der Heftigste, ich bin richtig männlich maskulin. Und von innen ist er einfach nur so ein Kuschelbär. So stelle ich mir das vor. Oh geil, die Verletzung von Gift hat das Pokémon noch gekillt. Let's go, nice. Level 99. Oh nein, ich will meinen Super nicht abgeben. Bitte, Ogapa war schon genug Schmerz. Okay, ist normale Wiss gegangen. Ich bleib still. Warum bleibst du still? Wegen Super? Ja, Max. Wir müssen alle unsere geleakten Nummern abgeben. Nein, ich hab nicht drauf geachtet. Nein. Ich hätte mal drauf achten sollen. Blooper's down. Blooper? Super. Blooper war aber auch ein guter Name. Na egal. Einmal sagen wir so, ein Typen könnte gegen mich eingesetzt werden. Okay. So viel Lob an den Typen. Okay. Max, ich sage es keinem weiter. Feuerodem. Feueradem. Eiskreise. Bam. Ne, ohne Witz. The Titan stirbt mir zwar zu schnell, aber ist trotzdem so ein cooles Pokémon und ist auch sehr stark eigentlich. Keine Ahnung, wo da von dieser Lärm kommt. Es hört sich an, als wäre draußen Sturmgefahr oder so. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, ist aber auch egal. Er hat zu viel Lob an Those Titties. Naja, also, er hat halt ein Muskelpack. Ich find's super, dass wir gerade noch einen Weisen hatten. Zack, weg. Aber nächstes Pokémon, komm, let's go. Oh, Marmolida, Wasser-Pokémon. Aber eigentlich ist Marmolida nicht wirklich, meiner Meinung nach, nicht wirklich gut. Außerdem nervt mich das Design von dem Ding. Warum sind die Flossen oben und unten am Kopf und am Kinn so? Warum nicht links rechts? Das würde mehr Sinn machen. Ich versteh's nicht. Naja, was soll's. Packen wir's auf den Grill. Und wie das mittlerweile sogar UU in Gen 9. Oder mal für auch. Ist UU irgendwie hoch im Ranking oder wieso? Ich kenne mich da nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass das heißen soll, dass Marmolida krass ist. Also krasser als ich denke. Hat's eigentlich nicht verdient, ne? Aber na gut. Ich schätze, ich kann das akzeptieren. Wie die Eule. UU Standard Play, aka das höchste Tier unter Ubers. Wenn du sagst höchste Tier, heißt das für mich, das ist gut. Hm. Keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich trotzdem jeweils ins Team nehmen, wenn ich ehrlich bin. Silenbrim, cooles Pokémon.
Mit diesen Muskeln wirft mich so schnell nichts aus der Bahn. Ich bleibe standhaft. Mobilit ist eine Wand. Echt? Krass. Ich finde das cool. Er sieht gut aus und supportet Transfights. Sehr gut. Gut gemacht, Game Freak. Auch in Sachen Nützlichkeit verliere ich nicht. Celebrim, Zeit zu terrorisieren. Ach so, sein Theme war cute Pokémon. Perfekt. Er ist direkt zu meinem Lieblingslehrer geworden. Dummy Ficke Wand. Okay, was? Warte, Herz. Ist das Fee? Ich rate, es ist Fee. Ja doch, ich sehe da unten diese Feenflüge, oder? Nee, das ist eine Schleife. Nee. Das ist Typ Cute. Nee, ich weiß es wirklich nicht gerade. Ja gut, und wen setze ich jetzt ein, ne? Kommt Terrapagos. Warum nicht? Wird's automatisch Terra kristallisiert? Ja doch, Terrawandel, genau. Hab schon wieder vergessen. Ja. Ich bin gern mit das meist benutzte Pokémon in OU. Macht Sinn. Aua. Hast du ein Problem mit mir? Da kriege ich Kopfschmerzen. Und du jetzt auch. Bang. Sehr viele hassen es. Kann ich verstehen, Max. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich spamme einfach seinen Kopfstoß. Ah, zurückgeschreckt die ganze Zeit. Nice. Komm, let's go. Sehr viel wollen spammen. Nach G-Strings. Macht Sinn, Max. Macht Sinn. Guck, wie cute ist es. Und die Animation war cute. Sehr cute. I approve. Ich approve ja alles, was cute war. Ich approve es. Es wurde freaking Archaludon gebannt. Okay. Ein unglaubliches Wachstum. An Niedlichkeit. Ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. Kennt das einer noch? Dabei war ich der Meinung, dass ich ausreichend trainiert hatte. Ganz wie erwartet von einem Champ. Es ist bemerkenswert, wie du dich entwickelt hast. Nach dem Kampf bist du sicher erschöpft. Hier. Pekinis. Oh, das hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Oh mein Gott, du bist mein Lieblingslehrer. Der Genuss von sauren Nahrungsmitteln hilft mir persönlich immer gegen Müdigkeit. Vor allem, wir mussten ihm ja eins geben. Das hat uns zwei jetzt wieder drei gegeben. Aber zwei Gewinn gemacht. Oder? Ist das richtig so, oder? I think so. Okay, Freunde. Entweder ich mache jetzt hier einen Cut und mach das in der nächsten Folge mit dem Superboss. Ich weiß es nicht. Ich laufe mal ein bisschen drum für ein Outro. Folgt mir auf Twitch. Folgt mir auf YouTube, wenn die auf Twitch sind. Gen 9 ist competitive sehr stark im Chaos. Vor allem wegen Terra. Als der erste DLC rauskam, war Scorcrow gebannt. Freaking Scorcrow. Hallo? Flugboden? Wie macht es das? Du musst erstmal bannen. Klar. Normal.